Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück bei Planet Coaster. Und wie beim letzten Mal schon gedacht, machen wir heute mal irgendwie ein schönes Gebäude für die beiden Zugstationen. Natürlich beides mit einem Gebäude, weil die sind ja extra so direkt nebeneinander gebaut. Und da musste ich mich erstmal dafür entscheiden, welche Bahn soll es denn jetzt werden. Und die äußere ist natürlich ein bisschen schöner. Und dann hat man nämlich einen besseren Blick auch wieder nach außen und ist letzten Endes egal, aber ich habe mich da einfach für die äußere entschieden und musste dann erstmal gucken, wie verbinde ich das Ganze und wie kriege ich das hin, dass die Wege nicht direkt kollidieren, weil das sollte so schön getrennt sein, so ein bisschen symmetrisch erscheinen. Und das hat ganz gut geklappt, ging auch relativ zügig. Naja, und wie ich dann den Bahnhof baue, habe ich mir so ein bisschen nebenbei quasi überlegt. Auf jeden Fall wollte ich es in Verbindung machen zwischen Gebäudeteilen und Szenerieobjekten, weil die Szenerieobjekte einem natürlich deutlich mehr Freiheiten gewähren, weil man die komplett irgendwie bewegen kann. Also diese Freiform-Requisiten, das sind, glaube ich, bei den Szenerieobjekten alle. Und bei den Gebäudeobjekten ist es dann schon relativ limitiert. Naja, und deswegen ein Holzbahnhof. Es ist ja hier immer noch Wüste und deswegen darf es so einen leichten, sagen wir mal, Western-Look haben. Aber nicht zu viel. Und wie man sieht, also ich war wirklich am Rumprobieren. Ich habe mir nicht großartig vorher was überlegt. Ich habe das alles so ein bisschen, ne, on the fly gemacht, wie eigentlich immer. Es funktioniert aber auch eigentlich immer ganz gut. Und habe deswegen erstmal so ein bisschen die grobe Kontur quasi definiert. Wie könnte ich mir das vorstellen? Wie könnte man das aufbauen? Wie ist so die Formgebung? The Design Language, if you will. Naja, und deswegen hatte ich gedacht, okay, wir machen in der Mitte ein bisschen höher natürlich, aber alles trotzdem offen. Und dann bauen wir da uns einfach selber eine Art Dach drüber. Mit so einer. Ja, ist das, was ist das? Keine Ahnung. 20. Jahrhundert? Frühes 20. Jahrhundert? Kuppeloptik? Oder ist das noch, das ist 19. Jahrhundert? Oder vielleicht sogar noch früher? Ich weiß es gar nicht. Aber jedenfalls alles so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen in so eine gotische Richtung, aber so ein bisschen rustikaler und ein bisschen kühler vielleicht sogar von der Designsprache. Aber das werdet ihr gleich sehen, was ich dann gemacht habe. Auf jeden Fall groß und offen halten. Und schön irgendwie als ein Gebäude wirklich definieren. Und das hat auch ganz gut geklappt. Schwierig ist es immer mit diesen Szenerieobjekten, mit dem richtigen Ausrichten der Teile, weil, naja, die Achsen sich halt oft auch irgendwie verschieben und dann das wieder perfekt auszurichten ist wieder schwierig. Ach, ihr kennt es ja wahrscheinlich alle selber. Aber irgendwie klappt es dann doch. Und ich habe da wirklich nicht den Anspruch, jetzt unglaublich gerade und symmetrisch alles zu machen. Solange es funktioniert, bin ich happy, weil sonst zieht es auch einfach zu viel Zeit und das ist es dann auch irgendwie nicht wert. Es soll auf jeden Fall gut aussehen, es soll irgendwie Spaß machen und schon auch detailliert sein hier und da, aber eben nicht bis zu einem Grad, wo man dann sagt, das ist jetzt, weiß ich nicht, absolut 100% detailgetreu und alles ganz genau symmetrisch. Das bräuchte eigentlich nicht. Genau, und hier sieht man es halt schon. Also es gibt so eine schöne Kuppel und ich finde, das wirkt da schon ziemlich gut. So das Gerüst, also man bekommt da sofort irgendwie eine Idee, wie es mal werden könnte. Und deswegen machen wir damit auch direkt weiter. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt übrigens der Part, der wirklich richtig asymmetrisch ist. Aber es funktioniert. Ist alles gut. dann verbinden wir das oben auch noch mit Balken. Und einfach so ein,
so ein Holzgerippe quasi hinzu bekommen. Und natürlich so viele Teile wie möglich wiederverwenden, ist auch klar. So, dass es halt einigermaßen funktioniert, einigermaßen gescheit aussieht. Und das haben wir jetzt da. Es ist, wie gesagt, alles nicht so 100% gerade. Trägt aber auch ein bisschen zu dem Charme bei, weil es ist ja nicht mehr jetzt so komplett modern, sondern es soll ja auch ein bisschen so aussehen, als wäre es halt so ein paar Jährchen älter. Und da hat sich vielleicht das ein oder andere auch ein bisschen verzogen und ist dann hier mal ein bisschen krumm, da mal ein bisschen schief. Ne? Wie es halt immer so ist. Ihr kennt es ja selber. Und ja, es trägt einfach zu dem Charme bei. Es funktioniert aber in der Region ganz gut. Es ist sowieso dann hinterher immer die Frage, was kommt noch dazu drumherum? Also die üblichen verdächtigen Steine und Pflanzen natürlich, aber auch jetzt Gebäude, was ist drumherum? Wie bettet es sich ganz einfach ein? Und wir haben jetzt die Wasserbahn direkt daneben mit den Steinen und ich denke mal, ich werde dann auch diesen Look irgendwie fortsetzen. Müssen wir mal gucken, das machen wir nicht mehr diese Folge, sondern dann bei der nächsten, um das einfach mit zu integrieren in den Skull Mountain. Und ich glaube, je mehr dann irgendwie dazukommt, desto mehr oder desto weniger, besser gesagt, wird das dann auffallen mit dem großen Werk, der aussieht wie ein Schädel, dass der so heraussticht quasi. Also es wird schon alles irgendwie ganz gut irgendwie ineinander greifen. Ja, aber das ist, da mache ich mir jetzt auch keine Sorgen. Das werden wir auch hinterher sehen. So, es kommt hier noch unten drunter die Fundamenterweiterung, weil es steht ja alles ein paar Zentimeter höher. Was aber nicht schlimm ist. Deswegen da immer die 1-Meter-Dinger drunter. Hier dann nochmal die für die Attraktionseingänge der Fahrbahn quasi, die so ausgeschnitten sind. Da gestalten wir sowieso hinterher drum rum. Genau, und dann haben wir eigentlich schon die Konstruktion fast fertig. Ich hatte dann hier probiert mit Säulen, aber es ist irgendwie nicht so geil. Ich war einfach nur einmal kurz am Gucken, aber das war nicht genau das, was ich im Kopf hatte. Es war mir vor allem zu viel Holz und deswegen bin ich da erstmal wieder von weg und habe dann geguckt, was können wir denn jetzt so da noch mit dran bauen, um diesen Look ein bisschen besser hinzubekommen. Und ich wollte halt irgendwie sowas Gittermäßiges, um damit alles so ein bisschen zu gestalten und bin dann hier bei diesen Friedhofsgittertür-Dor-Dingsbums hängen geblieben, die man sehr cool dafür verwenden kann. Und das ist das, was ich meine mit so ein bisschen kühlerer Look. Ein bisschen, ja, vielleicht rustikaler, nicht ganz so warm einfach, nicht so einladend, sondern es hat so eine gewisse Melancholie irgendwie, die damit schwingt. Und das werden wir jetzt gleich auf jeden Fall ganz gut sehen. Und trotzdem ist es natürlich dann irgendwie schön und hat irgendwie so eine gewisse Ästhetik, schlicht und ergreifend. Was ja auch immer so das Ziel sein sollte, ne? Es soll ja schon irgendwie schön sein und passend. Und das sollte jetzt nicht irgendwie nach so Horror aussehen, wofür das ja eigentlich gedacht ist. Das ist ja, glaube ich, aus dem Halloween-DLC. Sondern alles so ein bisschen, naja, verschachtelt. Und das sieht man jetzt hier, ne? Ich kopiere das alles wild übereinander und habe dadurch diese starke Gitterstruktur, die trotzdem irgendwie immer wieder so ein bisschen aufbricht und aufs Auge quasi so eine, also es ist so fein quasi von den Details, dass es wie eine so eine Ebene wirkt und wie eine so eine durchgehende Textur, was eigentlich genau das ist auch, was ich wollte. Und je mehr das wird, man wird es jetzt gleich im Video noch sehen, desto besser funktioniert das. Wobei es schon bei der ersten Seite eigentlich gut funktioniert hat. Und ich habe mir das mal einmal so rauskopiert, ganz einfach, um es besser duplizieren zu können und anwenden zu können auf all den verschiedenen Stellen. Nicht wundern, dass es eben nicht perfekt
drauf sitzt auf allem. Wie gesagt, es ist in gewissem Maße einfach auch ein bisschen grob. Ich gehe aber so oder so, was ich ja schon mehrfach auch gesagt habe, planmäßig so daran, dass ich quasi alles so baue, dass es erstmal funktioniert und dann das Potenzial habe, es hinterher nochmal ja, weiter zu detaillieren. Je nachdem, ob ich das möchte oder ob, wenn da jetzt irgendwie eine Stelle besonders hervorsticht, dass man sagt, ja, die wirkt jetzt irgendwie komisch, die funktioniert nicht so ganz, die fällt irgendwie hinten rüber. Dafür ist das dann da. Aber die Hauptsache ist, es funktioniert erstmal alles irgendwie. Genau, so, und da haben wir jetzt das Dach eigentlich schon drin. Die Stelle machen wir auch noch. Auch ein bisschen, naja, wie es halt irgendwie gerade sich da so anpasst. Was es aber auch irgendwie schön macht. Das macht ein bisschen so diesen Charme aus, auch aus. Und man kann natürlich alles total perfekt ineinander überfließen lassen. Ah, ganz ehrlich, ey, das ist dann auch ein bisschen Overkill manchmal. Vor allem beim so großen Park. Würde ich jetzt quasi Einzelattraktionen bauen in diesen Folgen und nicht einen ganzen Park, sondern immer so, ja, jetzt machen wir mal 10 Folgen lang eine Attraktion. Dann könnte man natürlich auch jetzt so ein Bahnhofsgebäude mit 2 Gleisen quasi bauen und sagen, ja, hier, komm, das jetzt kommt total detailliert und alles ausgecheckt und alles genau im perfekten Winkel. Und dann passt das schon. Aber nicht, wenn man einen so gigantischen Park hat, wie wir den jetzt mittlerweile haben. Weil er ist ja wirklich groß mittlerweile. Also wirklich groß. Er braucht auch lange zum Laden. Also wenn ich Planet Coaster starte, dann kann ich in der Zeit erstmal irgendwie noch einen Tee kochen oder was weiß ich was machen. Es braucht lange. Wirklich eine ganze Weile. Und ja, es wird ja nicht weniger werden, ne? Vor allem, wenn man so viele Teile dann wieder irgendwie verbaut. Naja, egal. So, jetzt machen wir hier noch die mittleren Dinger fertig. Und dann sind wir eigentlich auch gleich schon durch. Es werden kurze Timelapse-Videos jetzt aktuell. Es kommen ja auch nicht so viele. Es läuft aktuell ja auch Red Dead Redemption hauptsächlich. Und dann kommt jetzt bald auch wieder was anderes. Oder läuft schon, je nachdem, wann dieses Video hier veröffentlicht ist. Aber ich mache das ja eh, wie ich Lust habe und wie ich möchte. Denn ich mache es ja hauptsächlich für mich. Natürlich freue ich mich, wenn es euch gefällt. Aber ich kann jetzt nicht, wenn eine Person halt sagt, so, ja, ich möchte mehr Planet Coaster. Mehr Planet Coaster liefern. Das ist es nicht wert. Da müssten es schon Hunderte sein. Aber naja, gut, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Also es wird ein schönes kleines Bahnhofsgebäude. Das Dach war viel Arbeit, aber das ist eigentlich so ganz gut schon mal. Und der Rest kommt dann. Und naja, deswegen schicke ich jetzt einen schönen lieben Gruß in die Runde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und bis dahin habt ihr wie immer einen super Tag.